Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 15 Trainerkarriere. Nachdem wir ja das Derby gewonnen haben gegen Dortmund, geht es heute dann wieder in der Champions League zur Sache. Ich gucke mal kurz auf den Kalender. Wo wir sehen können, wir haben jetzt noch zwei Spiele, dann gibt es wieder, ich glaube, das sind läppische Länderspiele. Ja, steht auch dran, Länderspiel, Länderspiel. Also ja, uninteressant, die mache ich wieder in einem Part zusammen. Einmal gegen Österreich, einmal gegen Mexiko. Und ja, dann kommt nochmal Hurenheim, immer noch nicht abgestiegen, schade. Porto, Gladbach. Und dann das Ende des Jahres 2015 geht es dann noch gegen München, Menu, Hannover, Mainz und Köln im DFB-Pokal, nachdem wir auch gegen Bremen übertrieben knapp gewonnen haben. So, jetzt geht's aber gegen Ajax Amsterdam. Wie ihr gesehen habt, die Tabelle ist wirklich extrem krass. Und ja, jetzt gibt's wahrscheinlich, ja. Meine Situation hat sich nichts geändert, Trainer. Ich möchte daher den Verein verlassen, um an einem anderen Wort meine weiter fortzusetzen. Ja, du kannst ja auch immer mal spielen, deswegen alles gar kein Problem. Nur, ich denke da meistens gar nicht dran. Also, Änderungen speichern. Was? In deiner Chat-App steht noch. Achso. Abbrechen. Ah ja, Thiago ist noch verletzt. Dann lasse ich doch mal Christoph Kramer spielen und hole dafür dann Neustädter in die Mannschaft. Ja, speichern muss ich es ja sowieso. Und dann geht's wieder in den Europapokal. So, und auf Wunsch. Lass ich einfach mal Riemann spielen. Boateng lasse ich spielen, aber nehme ich wahrscheinlich nachher irgendwann mal raus. Ich glaube, ich lasse heute auch einfach mal Ubasi spielen für Downing. Und ja, den Rest lasse ich erstmal so. Schüle kann man immer noch wechseln. Obwohl ich letztens mal was castete, zwei Spiele gespielt. Und dann war Goretzka mit. Ich würde am liebsten das schon direkt so einpacken. Also Basi, Schürrle für Goretzka erstmal. Und ich glaube, ich könnte auch direkt von Anfang an Meier spielen lassen. Das geht auch noch. Und ja, komm, egal. Auch wenn Neustädter nicht wirklich gut hier bei FIFA ist, die lassen trotzdem einfach mal spielen. Und dann gucken wir mal. Oder nicht Neustädter ist gut, sondern ich bin nicht so wirklich gut mit Neustädter. Oh nein, jetzt kommt das wieder. Boah, wie kann man das denn so bitte machen? Ja, Junge, zum ersten Mal habe ich so ein kleines Tor getroffen. Na komm. Oh, schade. Da lässt sich da oben muss ich auch noch treffen. Oh, er hätte sogar das kleine Tor getroffen. Also wäre der ein bisschen weiter versetzt gewesen. Jo. Oh. Da war der schon drin. Das ist nicht gut. Oh, scheiße. Ach, die Runde wird scheiße. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Dann haben wir nämlich noch was, da haben wir nämlich immer noch was Spannendes mit drin, dass immer mal wieder doch noch was passieren kann, dass die Skills nochmal kommen und ich das tatsächlich noch irgendwann schaffe. Aber jetzt geht's erstmal los. Ja, Riemann im Tor, dann Neustädter Kramer von Anfang an. Ist natürlich gewagt, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ehrlich gesagt muss ich auch sagen, Champions League haben wir schon. Das Problem dieser Gruppe ist, dass man keinen wirklich schlechten Gegner dabei hat, der unten drin sitzt, mit wenig Punkten. Und daher. Die Garantie, also dass ich das irgendwie hinkriege, dass wir Europa League spielen können, ist dadurch natürlich ziemlich klein geworden. Also dass ich garantieren kann, dass ich es irgendwie hinkriege, das so zu manipulieren, dass ich auf dem dritten Platz lande. Die erste Flanke, Ubasi stand bereit. Kramer gut dazwischen gegangen. Weiterhin Schalke im Ballbesitz. Uschida. Man muss ja sagen, wirklich die letzten zwei Spiele, das waren ja wirklich schon so Dinger, die man nicht immer haben kann. Und da gibt es Elfmeter und das ist total gerechtfertigt.
Natürlich kann man in dieser Situation sagen, dass das recht einfach ist, wie der Elfmeter entsteht. Aber man muss auch sagen, dass Obasi da ganz klar am Schießen gehindert worden ist. Wir gucken nochmal drauf. Da kommt er hin. Dort wird er gehindert. Von zwei Seiten aus. Und dann ist der Elfmeter auch gerechtfertigt. Und somit gibt es hier auch Elfmeter. Und dann Balotelli. Und der dreht das Ding links. Schön rein. Und jetzt, für diejenigen, man kann wieder sehen, das Bild wackelt wieder. Ich glaube, es ist einfach nur eine Einstellung von FIFA, habe ich das Gefühl. Also immer wenn man ein Tor schießt, dass es anfängt zu wackeln, das Bild. Aber ich kann es nicht auch genau sagen. Also es ist auf jeden Fall kein Renderfehler. Ich sehe es auch so auf meinem Bildschirm. Keine Ahnung. Aber hier, sehr guter Elfmeter. Der Tor kommt noch hinterher und dann sind 11 Minuten gespielt und Schalke führt 1-0. Ich meine, also ich glaube, viel mehr kann man erstmal nicht wollen gegen Ajax, die, muss man sagen, schwersten Gegner waren. Nee, wer war der schwerste? Man U haben wir 1-1, Porto haben wir gewonnen, Ajax haben wir 2-1 gegen verloren. Jetzt Goretzka, gut den Ball geholt, Goretzka, immer noch Goretzka. Dann kommt Neustädter, aber gut gehalten. Aus irgendeinem Grund, muss ich wirklich sagen, lasse ich da gleich einen Goretzka von Anfang an immer spielen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den immer rausgelassen habe. So, Kramer ist da. Macht's ruhig. Augo ist auf außen, kann die Flanke bringen, aber... Oh, und dann nur Schieder springt und den Ball, ja? Aber von Ajax kommt noch nicht wirklich einer nach. Und Sigurdsson... aufpassen, spielt sich den Ball fast vor und dann, ja, Goretzka will sich beweisen, das kann man einfach nicht sehen. Schmeißt sich hier wirklich in jeden Ball rein, kämpft, jetzt den Ball wieder bekommen. Ballunsicherheit bei, ja gut, jetzt kann ich sagen bei beiden, aber bei Ajax von, das kenne ich gar nicht so. Übrigens, heute geht es zu Schalke gegen Maribor, also es ist der Mittwoch, der 10. 12., an dem ich das hier aufnehme. Und ja, da spielt Schalke ja gegen Maribor. Und da entscheidet sich ja schon recht viel, ne? Weil Schalke ja nicht wirklich glanzmäßig die Champions League heute dieses Jahr überwindet. Man will natürlich hoffen, also ich will zumindest hoffen, dass sie gegen Maribor einen Sieg holen und immerhin Europa League nachher spielen, weil das wäre schon bitter, wenn Schalke auf dem letzten landen würde und komplett rausfliegen würde. Aber jetzt erstmal gucken, dass Ajax hier nicht ins Spiel kommt. Uchida hat gut den Ball geholt. Meier, Balotelli. Shinedu Obasi. Meier. Leon Goretzka. Ja, da muss er sicherer gehen. War zum letzten Mal, vielleicht jetzt mal schnell bei Ajax. Da ist Fischer auf dem Außen. Die Flanke kommt. Und Neustädter ist da. Dann erstmal geklärt, Balotelli. Meier. Balotelli. Versucht den Rückraum zu spielen. Uchida. Kramer. Oh, da ist ein Ballverlust nicht so gut, aber Schiri entscheidet auf Foulspiel. Neustädter erstmal lockere zwei Köpfe größer als Serrero da. Weil Serrero kennt er nichts. Der geht da auch gegen einen zwei Köpfe größeren Mann da in den. Ach, als Kramer. Also, aber Kramer ist genauso groß. Ist genau, fast genauso groß wie Neustädter, glaube ich. Also ist das eh egal. So. Direkt kurz gespielt.
Kramer, die Flanke kommt, aber Boyer, Böhr, der Böhr wäre ja eigentlich anders, aber ja. Whatever. Yoshida. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ja. Ball geklärt. Ja, kann man besser machen. Und Neustädter hätte eigentlich fast den Ball gekriegt. Dann doch getunnelt. Und jetzt Fischer wieder über außen. Yoshida, schlechtes Stellungsspiel. Und dann kommt der Ball da rein. Und jetzt, wie der erstmal geklärt, hätte er auch uns ausgehen lassen können. Ja, das wird ruhig gemacht. Obasi. Aber dann wird schnell nachgedrückt von Amsterdam und. Es geht wieder in Richtung Schalker Tor. Goretzka, gut aufgepasst. Und jetzt kommt mal Amsterdam. Riemann ist draußen. Das ist keine Aufgabe für. Boah, gibt nicht Foul da. Nee, nicht wirklich. Also, kann Riemann auch besser klären. Und jetzt ist Halbzeit. 1-1. Wie noch eine deutsche Mannschaft sonst dabei? Ich glaube fast nicht. Nö. Okay. Ja, Aufstellung würde ich sagen, lassen wir erstmal so. Hat ja einigermaßen geklappt. Kann ich ein bisschen mehr konzentrieren, dann ist hier auch mehr drin. Naja, gibt er recht gleich den Ball wieder her. Will da eine. Mit dem Kopf durch die Wand. Das ist bekanntlich nicht so effektiv. Obasi, der Ball geht eher in den Rückraum. Goretzka kommt noch nicht ran, aber immer noch Schalke. Kramer, Obasi jetzt auf der Außen alleine. Ja, die Flanken kommen nicht optimal. Aber dann ist Balotelli da. Zieht da natürlich blind, kann man fast sagen, aufs Tor. Aber ich glaube, da kann man auch recht wenig machen in so einer Situation. Erstmal geklärt von Yoshida. Yoshida ist da. Hövedes. Neustädter. Goretzka. Balotelli. Und dann ist das hier auch recht. Dann ist Schalke auch wieder recht schnell aus diesem aus dieser kleinen Ecke raus. Balotelli macht das hier ein bisschen zu ruhig. Und jetzt ist der Ball weg. Aber es gibt Freistoß für Schalke. Aus einer recht angenehmen Position. Die Flanke kommt nicht optimal. Aogo und dann Neustädter von hinten. Boah. Und der lässt einfach mal ein. Boah, der hat erstmal umgeschossen, oder? Auf jeden Fall war das knapp. So, nochmal Wechsel.
Jetzt ist das auch schon ein bisschen eng, aber... Boah, Uchida kann er noch gerade so seinen Fuß kriegen. Balotelli. Oh, nicht gut von Ubasi da. Vorteil Ajax. Wieder aufgepasst, aber ich glaube, das war abseits. Ja. Kurz gespielt von Riemann. Wieder Goretzka, Balotelli, Meier. Ja, Neustädter ist ein bisschen fehl am Platz, aber Meier hat ihn noch. Sehr, sehr umständliches Spiel da. Also ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Das ist jetzt die Ballbesitzstatistik. Aber von einem Vorteil für irgendeinen hier zu sprechen, nee, das geht nicht. Und Achtung, da ist ein bisschen viel Platz. Saogo ist immer dazwischen. Jetzt ist da noch mehr Platz. Saogo, die Flanke kommt, aber viel zu weit gezogen. Balotelli, das machen die jetzt erstmal recht ruhig und aber auch ziemlich eng. Sollten das Spiel vielleicht ein bisschen in die Breite ziehen. Es ist mal lang gespielt, aber es ist abseits. Und es sind nur noch 15 Minuten auf der Uhr. Das könnte dann der nächste Dreier in der Champions League sein. Das wäre natürlich mehr als optimal in dieser Gruppe. Boah, dann wollte der echt recht chippen, der Kramer. Rotelli stellt sich, aber Ballverlust. Und jetzt wechsle ich erstmal, sonst vergesse ich das schon wieder. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Ausländern. Mal langes Holz. Uchida ist aber da. Passt auf. Raus auf Goretzka. Und der auf Balotelli. Und Balotelli auf Meier. Aber der nimmt den Ball nicht optimal an. Und vorerst raus Goretzka. Kann den Ball sich nicht direkt abfangen. Muss er nochmal umdrehen. So durchzustecken auf Kramer. Aber erstmal geklärt. Gut gemacht. Und Kirchhoff. Und jetzt erstmal schnelle Wechsel. Und Paco ist jetzt da. Ah, kriege ich keinen Gang rein. Oh. Ja, natürlich. Haben sie dann auch noch die Hoffnung. Es ist ja nur ein Tor. Wenn man überlegt, drei Mannschaften in dieser Gruppe haben nach drei Spielen vier Punkte. Das ist natürlich schon eine Nummer. Und Achtung. Nochmal Eckball. Boateng ist erstmal draußen. Die Flanke kommt nochmal rein. Kirchhoff kann ihn nicht holen. Amsterdam-Spieler bleibt liegen. Die Flanke kommt. Da steht natürlich jetzt keiner. Aber was ist schlecht geklärt. Und jetzt raus. Boateng. Und dann hofft er einfach, dass Alcacer gestartet ist. Ist er aber nicht. Und die machen es natürlich ruhig hinten rum. Aber natürlich auch wieder schnell nach vorne. Paco ist wieder da. Und er ist natürlich noch frisch. Boah, und dann kommt Kramer da nicht nach. Rechne nicht damit, dass Paco da den Ball in den Rückraum spielt.
Und das war's. Nächste drei an Champions League ist in der Tasche. Das ist natürlich ein Riesenschritt in Richtung Achtelfinale. Aber ja, müssen wir mal gucken, wie das so weitergeht in der Champions League. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es gefallen hat, könnt ihr euch ruhig ein Abo gönnen. Bis zum nächsten Mal. Lauter rein. Ciao, ciao.